Deshalb Best Player wäre es auch, damit ihr es mit uns kennenlernen könnt. Damit wir zusammen das Spiel erkunden und verkacken. In den Schwierigkeiten verkacken. Hallo und willkommen zu unserem neuen Let's Play, together mit Antonis LP. Hallo. Und bei Valentin. Hi. So, wir haben das Spiel vor ein paar Tagen entdeckt und wollten es mal ausprobieren. Awesome. Und es heißt Awesome Nauts, so wie Astronauts und Awesome, weil es einfach nur Awesome ist. Und so wie League of Legends. Ja. Okay. Achso, ihr seid schon alle fertig. Wir sind bereit. Das Arbeitsamtzeichen. Das sieht unnormal so aus. Wir wollen Leute anwerben. Ich hol. Soll ich den Gecko holen? Gecko. Chameleon. Ich hol Chameleon. Ich nehme den Robotypen, weil der Robotyp am coolsten ist. Also hier kann man seine Skills und ich nehme so einen aussuchen, die man dann im Spiel selbst kaufen kann. Ja, und du bist ein Stück weiter, merke ich. Das sind die vier. Ihr seht hier so bei mir. Drei Attacken und eine. Dann starten wir mal. Nebenfähigkeit. Moment, ihr habt den Robo gelockt. Braucht ihr den Robo gelockt? Oh. Was haben wir? Nein. Ich hab mich verklickt, dann nehme ich halt. Wer hat was gemacht? Was? Ich hab außerdem den Golfertag genommen. Warte, kann ich nochmal zurück? Ne? Ja, dann. Ey, jetzt wird auch die Story angezeigt. Ach, scheißegal, dann nehme ich halt irgendwie anders. Okay, dann probieren wir was Neues. Ich finde. Ich nehme einfach den Gnarf. Wer ist Gnarf? Keine Ahnung. Ach, Gnarf ist dieser Grüne, der unten hier. Wie spielt sich Gnarf? Der unten links in der Ecke. Der Zergtyp. In dem Ladebildschirm. Ja, genau. Der Gift. Ich hole mir einfach. Und giftige Pflanzen wachsen. Wisst ihr zufällig, wie die Fähigkeiten laufen? Irgendwie? Ach, ich habe jetzt keinen Bock zu lesen. Man kann sich immer drei auswählen. Drei pro Line. Drei pro Fähigkeit. Also drei. Ja, wie soll man das beschreiben? Pro Fähigkeit, ja. Das sind nämlich Verbesserungen. Ja, drei Verbesserungen pro Fähigkeit. Ich habe jetzt mal random ausgewählt. Und dann geht's eigentlich auch schon los. So, am Anfang fliegt man hier mal runter. Und sammelt so Dinger ein. Das gebe ich Geld. Dann kannst du dir die Fähigkeiten kaufen. Genau, die Fähigkeiten kaufen. So, wir müssen. Das sind auch schon alle. Und ich habe jetzt den Champion noch nie gespielt. Hier ist der Shop. Hier sind die drei Fähigkeiten hier unten. So, wenn ich mir das hier kaufe, habe ich direkt mehr Geld und kann mir beide Fähigkeiten freischalten. So, das war mein Ulti, das ist das Mausrad sozusagen. Und ja. Ich gehe nach oben. Und ich gehe in die Mitte. Hier, wenn man die Kleinen hier kaputt macht, kriegt man Leben. Da haben wir es gesehen. So, Verschwendung, aber nur mal so zum Zeigen. Und das sind die Türme. Jo, die bei League of Legends eigentlich. Die dürfen nicht. Und unten gehen, also bestenfalls nicht kaputt gehen. Er hat eine Ulti geopfert. So, mal testen. Die B-Fähigkeit. Hier oben sind noch keine Gegner. So, ich ist anscheinend irgendein unnötiger Schleim. Weicht dem aus, das sind 50. Die kleinen Typen sind praktisch Schilde gegen die Türme. Weil die Türme ziehen einem selbst ziemlich viel. Aber wenn man hinter denen bleibt, guckt, die haben hier so einen kleinen blauen Schild. Hier ist das halt wieder Widerruf wie bei LoL. Dann kommt es halt in die Base, wo du die Sachen kaufen kannst. Ah, da kommt hinter mir ein Gegner. 2G. Wisst ihr, was diese Schleimfähigkeit bringt? Habe ich noch nicht meine zweite. Oh, kacke. Ich probier's mal aus. Immer noch nicht. Oh, ich habe keine Maus mehr. Ich habe meine rechte Maus, das irgendwie nicht geskillt. Das war ein bisschen blöd. Ich gehe mal zurück zur Base und heile mich. So. Ich habe ihn. Enemies together. So, da okay, unten das sind jetzt hier neue Kills. Und wir kaufen das hier noch. Fuck. Da bekommen wir Solar. Ich weiß auch nicht, was Solar ist. Wisst ihr, was Solar bedeutet? Ich bin gerade gestorben, aber ich habe auch jemanden getötet. Achso, das ist Geld. Wenn du das machst, kannst du ja halt mehr Sachen kaufen, weil du dann mehr Geld hast. So, ich dachte immer, was bedeutet dieses Geld? Ja, Geld ist kaufen. Bin ich jetzt. Ja. Ich wusste nicht, dass Solar das Geld ist. Ja, ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Ach, da kommen wieder die Typen hier. So. Hier seht ihr alle. Also das ist die Spawn automatisch. Oh, hat er den mitgeworfen. Oh, hab ich. Ups. So. Nein, die sollen mich töten.
Also hochspringen kann man ja schon mal mit Gnarf. Trotzdem habe ich noch keine Ahnung, was. Ups, die Fähigkeit ich kann. So, dann habe ich schon den zweiten geht, aber bin auch schon wieder gestorben. Ich mach mal durch den Tor. So, einmal, dass hier der Dummy angreifen kann. Also ich kann ja so eine Kopie von mir erstellen. Der hat bis jetzt nichts gemacht. Und ich werde dann kurz unsichtbar. Das heißt, ich könnte mich theoretisch von hinten an die Wand schleichen und die dann siegen. Und jetzt kann der auch angreifen. Und dann mache ich noch das hier. Dass ich dann Leben mit dieser Zungenattacke hier, mit der hier. Dann kriege ich, klaue ich Leben von den Gegnern. Und das hier ist unsere Nexus sozusagen. Was in LOL unsere Nexus wäre, das. Dieses gelbe Ding hier. Ja, wenn das kaputt ist, dann wird tot. Wenn man hier in so einem Tunnel ist, der so gelb umrandet ist, dann sehen einen die Gegner nicht, wenn man da drin ist. Was? Moment. Weißt du das nicht? Was hast du gerade gesagt? Oh nein, angesichts der Tatsache, dass ich erst zweimal gespielt habe. Oder dreimal mit euch. Gelbe Tunnel? Ich habe keine Ahnung von gelben Tunneln. Och, diese Tunnel, die gelb umkreist sind. Also, wenn du da reinspringst, dann sehen die dich nicht. Black. Du kennst doch, also vielleicht nicht. Ach, die Tunnel, die, natürlich. Ja. Ja, die gelben Tunnel. Ja. Die sind gelb umrandet. Deshalb habe ich nichts Falsches gesagt. Nö, habe ich ja gar nicht behauptet. Es scheint so, als würde Gnarf nicht gerade auf Verteidigung setzen, aber das dachte ich mir schon bei so einer Zergrasse. Sondern so eher auf Tempo und. Ja, der macht langsam. Also Tempo. Du kannst den halt. Naja, nicht Tempo. Du kannst ihn halt. Du kannst sie vergiften, dann schwächst du die und dann holst du deine Pflanzen, die von Weitem angreifen. Ach! Jetzt hab ich das verstanden. Die Pflanzen schießen auch. Trotzdem werde ich jetzt sterben. Also die Pflanzen schießen Gift, du schießt Gift. Du kannst sie dann schwächen, während einer von uns sie dann praktisch besiegt. Das war mein erster Tod. Oh. Und vielleicht unser erster Sieg heute. Ein Aufnahme. Scheiße. Man hört mich jetzt gerade nur noch. Muss ich gleich reinschneiden. Ich muss jetzt wieder aufnehmen. Das war mit DX Story jetzt aber mal. Ich hatte außerdem jetzt beides offen. So, aber jetzt nehme ich auch auf. So. Muss ich das halt gleich ausrennen, man hat mich jetzt nur noch gehört. Dann hat meine Aufnahme irgendwie abgekackt. Oha, ich hab gerade das ganze Leben verloren innerhalb von so wenigen Sekunden. So, nie wieder genau. Dreiske kann ich jetzt mir wieder Leben zuhören und den töten. So, wie läuft's denn bei euch? Relativ bei mir läuft's gut. Ich schaffe hier alleine, der Turm von den Gegnern hat schon relativ wenig Leben. Was sagen denn eure Level? 5. 7. Okay, 5 bin ich auch. Und ich habe 3 getötet und 4 Tote. Geht doch. Ja. Ich habe 1 Kill und 0 Tote. Wie kann ich denn? Muss man sich die Pflanzen extra kaufen, die man aufstellt? Nein, die lächerlich. Kommen nachher. Ach, die kommen wieder. Nach der Zeit. Ich sehe schon dieses hast grüne du Wasser. 2 und dann 3. Ja. Ja, cool. So. Ich koste die Gegner einfach alle voll. Das verrecken die irgendwann. Hoffentlich. Das war jetzt blöd. Geht Friendly Fire oder? Nein. Gut. Ah, jetzt sind sie alle bei mir hier oben. Geh mal kurz zurück. Ja, ich komme auch zurück nach oben. Ja, ich komme jetzt auch. Obwohl das nicht so schlau ist. Hier ist doch gar nichts. Ja, eben waren da alle. Ich glaube, Gnarf ist da, gut zum Wurm. Da oben. Hier ist der Damenbild von VW, also von Valentin. Einer muss wieder nach unten. Ja, das geh ich. Ich bin schon da. Fast. Komm, hol ihn! Nein! Oh, ich hasse ihn. Ach, du machst das schon. Wir müssen da hin, los. Das sind 2. Das sind zwei, ja, stimmt ja. Ups, das hätte ich mir schon davor gestellt. Oh, ach, die regenerieren sich sogar, die Pflanzen. Das ist ja cool. Der ist fast tot hier. Hol ihn dir. Wenigstens kann ich schnell abhauen. Ah, nein, ich hätte es fast geschafft. Der ist noch da. Okay, jetzt nicht mehr. Ich porte mich mal kurz zurück. Komm, den Grimme. Boah, das war ziemlich knapp. Ach, Mist. Ui.
Hier ist keine Viecher zum Töten. Ach doch, da. Die gehen wir halt hier. So. Oh. Oh, immer wenn ich aus diesem Menü gehe, dann drücke ich B. Ich brauch. So. Hier, in der Mitte ist eine. Achtung, der kommt hoch. Ich helfe dir mal oben. Scheiße. Geh am besten. Soll ich euch oben joinen oder soll ich unten warten? Ja, komm, oben hoch. Okay. Könnte mal ein bisschen riskant sein, weil. Keiner mehr ist. Scheiße, die sind fast alle tot gewesen. Dann sollten wir angreifen. Okay, das rote Team ist irgendwie besser. Nicht so wie wir. Ach nein, das ist nicht. Wir sind mega gut. Wir haben gleich diesen Tower da vorne down. Die sind schon beide gedamaged. So, und dann geht's jetzt mal weiter. Den haben wir mega bald. So, dann habe ich jetzt die ganz hoch. Das ist wahrscheinlich die Rakete, die normale, ja. Oh nein. Brauchst du Hilfe oben? Ich komm hoch. Das fiel ich mich hier. Ich renne, ja. An dieser Stelle könnte ich das Shoutout verteilen, was ich diesem Typen schon lange schulde. Ich hab vergessen, wie der heißt. Habt ihr das zufällig gelesen irgendwann mal? Yeah. Was? Ich hab mal so ein Shoutout verteilen wollen. Achtung, da unten ist jemand. Okay, egal. Typ, dessen Namen ich vergessen habe. Cool. Du kriegst einen Shoutout in der nächsten Folge. Ich hätte ja gesagt, Cube World Folge 41, aber die gibt's in der nächsten Zeit vielleicht erstmal nicht. Ich geh mal was kaufen und muss rein. Also bekommst du einen Shoutout einfach so irgendwann. Oder halt spätestens in Folge 41 von Q-World. Ah, ich lass den mal laufen. So. Jetzt kann der Dummy auch laufen. Jetzt krieg ich noch mehr Leben. So. Wenn die grün sind, kann man ihn nicht mehr weiter erweitern. Weiter erweitern? Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Alle wissen, was ich meine. So. Erweitern. Das ist natürlich nur das Hologramm von dem. Das war die Power. Oh, ich kann mal hoch. Was war das denn? Ja, wir müssen mal bringt? Oben, glaube ich, helfen. Oh nein, wir haben unseren Turm kaputt gemacht. Okay, bin oben. Ich sag, ich bin tot. Ups, ich bin auch tot. War ziemlich schlau, weil ich nicht gemerkt habe, dass der so eine mega Panzerung hat. Na gut, das hätte ich mir denken können. Okay. Jetzt müssen wir versuchen, viele Münzen zu kriegen, dass ich mir nachher auch wieder was kaufen kann. Auch genannt Solar, wie ich seit heute weiß. Oh. Deswegen gibt es diesen Skill, dass du mir Solar kriegst. Oh. Ja, ja, habe ich auch nicht gecheckt bis vor kurzem. Also bis eben. Ich wusste nie, was das heißt. Ich hätte immer so einen Skill mit 115 Solar bei dem Robotypen. Oh. Ja, der gefällt mir eigentlich doch. Ich dachte, das wäre dieser andere. Es gibt ja noch so einen Robotypen, wie man da vorne sieht. Vorsicht, das ist der falsche Typ. Ich weiß. Wahrscheinlich ist der falsche. Hier oben. Ach, die Illusion von. Fuck! Dem Gecko-Typen. Da, hier sind sie. Nein, nicht schon wieder. Komm drauf, mach mal eine Ulti. Wenn ich die habe. Fuck. Komm, die Shift hier. Die müssen wir haben. Ach, ich hab einen Kill. Geil. Hätte doch geklappt. Mit meinem tollen Tower. Und der spricht Französisch. Hat das gehört? Finde ich aber cool, die machen das ziemlich vielen Sprachen. Nein. Jo. Ein Fünfel KD. Oh, wir sind so am Verlieren. Ja, egal, wir können das noch schaffen. Wir nein, wir sind pushen. Gewinnen. Wir gewinnen immer. Ich habe letztens ein Spiel alleine gemacht, da habe ich gewonnen. Ich glaube, ihr bringt irgendwie Fash. Daran, dass wir das Spiel alle drei nicht können. Ja. Und dann zwei Leute bekommen, die das Spiel vielleicht können. Ich habe halt League of Legends gespielt, aber das ist irgendwie leichter. Ja, glaube ich nicht. Doch. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin halt auch super schlecht in League of Legends. Da kannst du League of Legends wahrscheinlich viel besser als ich. Mhm. Was nicht so schwierig ist, weil irgendwie jeder League of Legends besser kann als ich. Außer Tara. Hallo Tara, du wirst es hier eh nicht sehen, also hallo. Du wirst es eh nicht sehen, also hallo. Ja. Logisch, oder? Mhm. Hey, direkt mit dem. Nein, nicht schon wieder. So, friss meine Pflanze. Meine Pflanze. Spielt das eine Rolle, ob die Pflanze nach rechts oder nach links guckt? Oder ist das scheißegal? Das ist scheißegal. Ah. Hier, auf ihn.
aufzuziehen. Nicht ziehen, nicht ziehen. Kann ich nicht runter. Na toll. Du bist da unten angekämpft gegen ihn. Der ist hier hoch. Angst. Puh, das war ziemlich knapp. Ich sollte mal durchlesen, was die ganzen Fähigkeiten bringen, aber ich habe immer so wenig Zeit. Und ich will jetzt zum ersten Mal genervt, deshalb weiß ich das alles nicht. Nein, oh fuck, nein, ich krieg aus dem Maul. Scheiße, ich stehe 5-9. Das ist nicht schlimm. Ich stehe immer noch 1-0. Du stirbst nicht, aber machst dafür 1-0. Keine Kills. Ich sterbe, mach dafür Kills. Das ist aber gut. Und Armin? Spielt am besten defensiv. Ich verbreite Justice, so wie immer. Und ich habe heute mein erstes... Ach egal, das sage ich mal nicht. Was hast du heute, das erste? Ah, das erzähle ich mal anders. Ja, Mann, das will ich hoch, genau, das kostet voll viel. Das erzähle ich auf meinem anderen Channel. Damit 12 oder... Ja. Wie, du hast noch einen Channel? Noch nicht. Oh. Hey, du hast doch 5 oder so. Ja, ich habe 1000 Channels, aber das eine waren... Ich hab 5 Channels. Der eine ist mein, ist der dritte Backup-Account zu meinem zweiten. Also zu meinem ersten. Mein erster Channel. Mein erster Channel wurde gelöscht. Oh, die Kanone. Im zweiten Channel habe ich MVs und so. Und doppelt so viele Abonnenten wie hier. Aber. YOLO. So, und da bin ich voll. Oben. Also, wenn man geschickt ist, dann kann man genau bestimmt gut spielen. Oh. Als ob die schon ganz durch sind, ey. Nein. Der haut uns 5 ab. Ich bin aber eigentlich schnell, deshalb. Ich hasse es. Ich bin eigentlich auch schnell. Ich nicht. Ich hab ein bisschen bei dem Runterspringen gefällt. Oh, jetzt ist er. Hat er seinen Typen geholt, Sein unsichtbar Typ. Ich könnte mit Glaff eigentlich die ganze Zeit hier rumrennen und so ein bisschen Hit and Run. Ja, wir haben eh verloren, deshalb ist das jetzt egal. So. Neue Strategien ausprobieren. Außer wir gewinnen. Dann haben wir nicht verloren. Ja, gewinnen wir. Außer wir gewinnen. Dann gewinnen wir nämlich. Boah, voll gut. Was? Oh, das ist hart, die Power-Attacke von dem. Wie die uns ziehen, wie die uns ganz heftig. Egal. Scheiße, wir hauen uns richtig aufs Maul. Ja, ja, so würde ich es zwar nicht formulieren, aber. Das wird echt tun. Oh, die kriegen uns. Wir haben bald kein Tor mehr und dann ist nur noch unsere Basis da. Da können wir aber Kills holen. Los, auf sie! Ich hole mir lieber noch Fähigkeiten vorher. Oh, da kann ich mir noch eine kaufen. Tschüss. Ich bin nicht gestorben. Bin. Der eine ist aber fast tot. Jetzt ist er tot. Wieso holen meine Pflanzen keine Kills? Zum Glück können wir uns die direkt heilen. Ups. Los. So. Jetzt seht ihr, dass wir das Spiel gar nicht kapieren und... ja. Deshalb Best Player wir es auch, damit ihr es mit uns kennenlernen könnt. Damit wir zusammen das Spiel erkunden und verkacken. In den Schwierigkeiten verkacken. Schwierigkeiten. Nein, besser werden. Und uns irgendwann zum ultimativen Awesome Nauts Spieler weiterentwickeln. Dann spielen wir in der Liga mit. 2-6. Nur noch die 0, Periode 3. 2-0. Komm, wir machen eine Nuke-KD. Soll mal herkommen. Ah, Black. Oh. So. Ich glaube, wir würden sogar gegen die Bots verlieren. Jo. Selbst wenn die jetzt alle disconnecten, dann verlieren wir doch. Jetzt kommen wir. Haben wir die jetzt eigentlich alle down? Waren wir gerade bei Ast oder wann? Oh. Ich habe schon Risse in unserer Nexus. Kommt nicht da vorne rumhängen. Wir müssen pushen. Wenn wir jetzt pushen, dann
Ja, wir müssen halt aufpassen, dass die uns nicht angreifen. Oder ihr bleibt zurück und ich push. Ah nein, nicht die scheiß Attacke. Ich bin aber lieber hier. Ja, bleib zurück, ich push hier unten. Hier unten ist der Tower ja auch schon beschädigt. Boah, die Pflanzen. Okay, der kommt zu mir. Hast du den? Ja. Ja, ich hab. Hey, ich hab den gar nicht gekriegt, als was? Ob. Ich hab den gekriegt. Oh, als ob. Meine Tower, oh, wie geil. Oh, hey, warte. Das ist der Klon. Genau, ist ja doch ganz cool. Genau. Ah, schon wieder tot. Neuer Rekord. Yes. Daniel Bryan, neuer WWE Champion. Nochmal jetzt. Oh, jetzt ist niemals. Da hinten ist er. Man sieht seinen Giftschatten. Ja, halt. Boah. Geht's halt ungern hier weg, aber ich muss mich ganz kurz heilen. Oh, der Tower ist ja fast kaputt. Oder der Nexus, ja. Die haben halt jetzt nur noch Suicide Attacks, weil die es sich leisten können. Ja. Im Endgame waren wir ein bisschen besser. Würde ich mal behaupten. Mal behaupten. Ich war am Anfang gut. Trotzdem konnten wir diese Partie wohl besser. Nicht für uns entscheiden. Am Anfang sah es nicht genau aus. Da hatten wir noch alle Türme und die hatten nur. Die hatten ihren ersten schon fast kaputt. Ja. Wir können echt mal pushen, aber ich habe voll Angst, dass wir pushen und dann aus dem Maul kriegen. Ach, ihr pusht gerade sogar. Ich muss hier bleiben. Hä? Ich bin da vorne gar nicht. Wie ist oh, hier? Komm mal zurück, Hier sind jetzt zwei. Weil kann ich nicht der eine. Ich kann ihn nicht handeln. Oh, das kann er. Was? Die müssen eigentlich noch einmal Suicide Attack machen, dann geht das. Haben die gewonnen. Aber nicht, wenn ich hier 1000 Plants anbaue. Wie heißen die? Pflanzen. Hier ist keine Maus. Egal. Pflanzen, ja toll. Fuck, ich krieg aufs Maul. Aber wir verlieren trotzdem, wenn der eine... Nein, wir verlieren Achtung, nicht. Von oben wir sind viel zu gut, um zu verlieren. Das war ich. Achso. Okay, meine KD wird immer schlechter. Meine wird immer besser und besser. Meine immer schlechter genauso und schlechter. Ich werde immer besser und besser. Meine bleibt. Ich bin großartig. Immer gleich. Ich werde immer schlechter und schlechter. Ich bin scheiße. Ups. Los, heil mich. What that then? Ah, ja. Noch eine Platte. Nee, ist rot. Ja, weiß ich ja. So. Oh, jetzt sind unsere Pflanzen weg. Nein. Oh. Hör auf damit. Oh, so knapp. Tschüss, Welt. Kann man ja schaffen, das noch. Hä, hey, wir haben ja gerade verloren. Nein. Yes. Yes. Okay, mal sehen, ob wir im nächsten Match besser sind. Mal sehen, ob wir im nächsten Match besser sind. Oder noch schlechter. Oder noch schlechter. Aber ich bin erster. Oder noch schlechter. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, ich habe einen neuen Champ. Den wollte ich eigentlich spielen, nicht den Roboter, den ich jetzt gespielt habe. Okay. Ich habe auch einen neuen Champ. Jedenfalls habe ich jetzt mal genau ausprobiert. Ich habe einen neuen Planeten. Oh, nein, das weiß ich gar nicht. Und einen neuen... So, sieht nicht. Das Startmenü so aus bei mir. Ja, machen wir jetzt ein Rematch, oder? Ich bin jetzt schon zum Hauptmenü gegangen. Ja, Hauptmenü. Okay, dann würde ich sagen, sollen wir uns verabschieden? Ja, ein kleiner Cut und dann... Okay, verabschieden wir uns von euch. Und auf Wiedersehen.